Hallo Deutschland. Wie konnte es zu dem verheerenden Zugunglück von Bad Aibling kommen? Das ist heute die alles beherrschende Frage. Die eingleisige Bahnstrecke galt als technisch einwandfrei. Trotzdem prallen zwei Regionalzüge frontal zusammen. 10 Menschen sterben, mehr als 80 Personen werden verletzt, 18 davon schwer. Derzeit deutet alles auf menschliches Fehlverhalten hin. Deutschland wird gerade so richtig durchgerüttelt. Es stürmt und weht und regnet ohne Ende. Nach Sturmtief Ruzika bläst Sturmtief Susanna übers Land und bringt auch viel Regen mit sich. Die Folge? Auf der Mosel wurde wegen Hochwassers schon die Schifffahrt eingestellt. Auch in den nächsten Tagen soll es ungemütlich bleiben. Jahrelang hatte ein Tanzgruppenleiter in Schwerin bei Proben und Auftritten seine Schützlinge sexuell missbraucht. Die Jungs waren zwischen 7 und 13 Jahre alt. Er war wegen 62 Missbrauchsfällen angeklagt, darunter auch wegen Vergewaltigungen. Heute hat das Landgericht Schwerin das Urteil gefällt. In der Silvesternacht kam es nicht nur in Köln, sondern auch in Hamburg zu massiven sexuellen Übergriffen. In akribischer Kleinarbeit aus Bild- und Filmmaterial von der Nacht zum 1. Januar konnte die Polizei Hamburg unter anderem 3 Männer herauskristallisieren, die von Zeuginnen als Täter identifiziert wurden. Heute Abend wird auch in Aktenzeichen XY ungelöst nach Hinweisen zu den Tätern gesucht. Uns ist jetzt der Moderator der Sendung, Rudi Zerne, live aus München zugeschaltet. Rudi, was erhoffen sich die Ermittler von der Ausstrahlung und worauf sollten die Zuschauer besonders achten? Vielen Dank, Rudi Zerne. Mehr zu diesem und auch anderen ungelösten Kriminalfällen sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr hier im ZDF bei Aktenzeichen XY ungelöst. Die Autofahrer auf der A60, die trauen heute Morgen ihren Augen nicht. An der Anschlussstelle Hechtsheim Ost hängt ein Linienbus über dem Gelände einer Autobahnbrücke und droht abzustürzen. Der Bus wurde von einem Auto gerammt und ist dadurch nach rechts in das Brückengeländer gedrängt worden. In Celle sucht die Polizei den Mörder eines Lehrers. Der Mann wurde im eigenen Haus vermutlich erschlagen. Klarheit über die Todesumstände soll heute eine Obduktion bringen. Das Opfer ist deutscher, iranischer Abstammung und hat als Lehrer in Celle gearbeitet. Außerdem soll der Ermordete sich als Dolmetscher in Notunterkünften für Flüchtlinge engagiert haben. Die Kassiererin der Bank muss Todesängste ausgestanden haben. Ein Mann droht, eine Bombe zu zünden, wenn er kein Geld bekommt. Mit 14.000 Euro kann der Täter flüchten. Das Geldinstitut wird evakuiert, dann stellen die Sprengstoffexperten fest, in der Tasche des Räubers liegt eine Attrappe. Nur einen Tag später wird Alexander K. geschnappt. Seit heute steht der 38-Jährige vor dem Landgericht Dortmund. Und jetzt zu einer Geschichte, die wirklich unglaublich klingt. Es geht um das Ehepaar Walter. Die beiden haben am Stadtrand von Berlin ein Grundstück ersteigert, vom Amtsgericht. Also rechtlich einwandfrei, dachten die Walters und bauten darauf ihr Traumhaus. Doch das Amtsgericht hat offenbar einen Fehler gemacht. Und nun kann es sein, dass die Walters alles verlieren. Das ist wirklich heftig. Liebe Zuschauer, wir alle wissen, dass Eis bei Temperaturen über 0 Grad anfängt zu schmelzen. Warum dann trotzdem die Besucher eines Festivals ihre Autos auf einem zugefrorenen See geparkt haben, ist nicht wirklich nachvollziehbar. Und wie man sehen kann, ist das auch eine ziemlich blöde Idee. Ja, eisig geht's jetzt bei uns weiter, denn wir nehmen Sie mit auf eine Kreuzfahrt mit dem Hurtigrutenschiff. Wir haben 2 Reiseanbieter begleitet, die überprüfen, ob die Tour über den Polarkreis auch für Kunden mit gehobenen Ansprüchen geeignet ist. So, das Hallo Deutschland-Team verabschiedet sich jetzt von Ihnen. Hier geht's weiter mit Leute heute, Karin Webb und ganz vielen Stars, die zur Berlinale auflaufen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.